Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. So, hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch und zum Staffelabschlusscast zu Hawkeye. Aber bevor wir jetzt erstmal die Gästin und unseren allbekannten Mitsprecher begrüßen, wünsche ich euch erstmal allen ein frohes neues Jahr. Wir sind nämlich jetzt schon im Jahr 2022. Wir hoffen natürlich, dass es besser wird. Wir gucken mal. Ne? Also, somit erstmal begrüßen wir unsere Gästin, die Theresia. Servus, Theresia. Hi, danke für die Einladung. Und dann natürlich den Patrick. Servus, Patrick. Hi. Ja, und meine Wenigkeit, der Sam, ich muss mich immer selbst vorstellen, weil der Patrick vergisst mich immer. Nee. Ich habe früher mal gesagt, Captain Schwabe, bis du dann gesagt hast, nee, den Gag gönne ich ihm nicht mehr. Nein, alles gut. Gut, vorab möchte ich natürlich auch hier wieder eine Spoilerwarnung raushauen. Wir spoilern hier knüppelhart. Wir besprechen natürlich die ganze Staffel. Heißt, wir gehen auch auf bestimmte Personen oder bestimmte Szenen vielleicht auch ein oder bestimmte Vorkommnisse aus der Serie. Deswegen erst die Serie schauen, dann vielleicht noch unsere ganzen Recaps hören und dann den Staffelabschlusscast hören. So, dann würde ich sagen, machen wir mal erst so eine allgemeine Meinung über die komplette Staffel. Um, wie ihr es so fandet, ob ihr es so gut fandet, was ihr richtig gut herausfiltern könnt oder was ihr halt so nicht so gut fandet. Und ich würde sagen, fangen wir mit dem Gast an. Theresia, was hat dir denn besonders gut gefallen und was nicht so? Oder wie fandest du allgemein? Also ich fand die Serie allgemein sehr gut. Ich, wie gesagt, ich mag Hawkeye sehr gerne, weil es eben nicht so dieser klassische Superheld ist, der jetzt irgendwelche besonderen Superkräfte hat oder irgendwelche Anzüge à la Iron Man. Von daher finde ich ihn ja sehr bewundernswert, dass er sich in solche Abenteuer eben stützt. Ich fand die Action in der Serie sehr gut. Auch so das Zusammenspiel zwischen ihm und zwischen Kate fand ich großartig. Was mir jetzt manchmal so ein bisschen gestört hat, ist, dass es, ich fand es manchmal zu, ja, etwas komödienhaft. Und manche Szenen oder Augenblicke fand ich dann zu, zu sehr gewollt auf Comedy gemacht. Beides dann im nächsten Moment dann wieder gleich vorbei war, weil es dann wieder gute Action gegeben hat. Patrick, wie sieht's da bei dir aus? Cool fand ich diese menschlichen Momente von Hawkeye. Also das hat das Ganze wirklich schön aufgedröselt, dass man dieser Serie am wenigsten angemerkt hat, dass es in der Corona-Zeit entstanden ist. Mhm. Auch wenn man zum Schluss hin dann bei gewissen Handlungssträngen doch gemerkt hat, da hat der eine oder andere Moment gefehlt, gerade in Hinsicht auf Kate und ihre Mutter. Hätte das deutlich mehr wirken können oder auch so ein paar Logiklöcher wie Contessa und was eben aus den Kingpin gemacht wurde, das hat mir nicht wirklich gefallen. Ja gut, da kommen wir jetzt später dann, wenn wir die Charaktere genauer hinterleuchten, kommen wir da vielleicht nochmal genauer drauf zu sprechen. Ich persönlich fand die Staffel an sich auch sehr gut. Ich finde die Hinterleuchtung von Hawkeye an sich, weil wir sehen den ja immer nur in den Avengers-Filmen oder auch bei Ant-Man? Nee, Ant-Man war's Falcon. Moment, ich bin falsch. Bei anderen Filmen kommt er ab und zu dann auch mal zu Gesicht. Du meinst aber, Thor übrigens. Ja, Thor. Das kann sein, ja. Jedenfalls kommt er immer nur kurz zu Gesicht. Aber so wirklich mehr erfahren, außer die paar Szenen, wo er in diesen Ensemble-Film, sage ich mal, oder diesen Heldenfilm, wo er aber nicht die Hauptrolle spielt, kommt er da in meinen Augen immer so ein bisschen zu kurz. Und deswegen hat mir das hier recht gut gefallen, weil wir wissen ja, okay, er ist der Held, der aus dem Avengers-Ensemble kommt. Dementsprechend wissen wir auch, was für eine Person er eigentlich schon ist, aber so dieses Hintergründige von ihm, das erfahren wir hier in der Serie richtig gut. Auch das Zusammenspiel zwischen ihm und Kate, wie er so erst gar keinen Bock hat, sie als Lehrling anzunehmen und letztendlich sind sie doch so ein richtig gutes Pärchen im Pro, wie sagt man in diesem Art, also kein Pärchen, dass sie ein Liebespaar sind, sondern ein Paar, das gegen Gegner miteinander zusammen. Also, sagen wir einfach als Team. Als Team, genau, als Team-Up sozusagen. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja, so. Entschuldigung. Ja. Das ist so ein bisschen das, was mir auch gefallen hat, das ist nicht so
einen klassischen Marvel-Stempel hat. Du hast eben jetzt keine Götter, Aliens, du bist nicht im All, du hast jetzt nichts mit Magie und Zauberei und also außer den Trickpfeilen ist jetzt auch nicht viel mit irgendwelchen technischen Gimmicks da. Das fand ich halt irgendwie sehr gut, dass das halt ja mehr menschlich ist und mehr halt eben also auf die Vergangenheit, die er halt eben jetzt mit sich trägt. Richtig. Der Fokus gerichtet ist. Richtig, und das ist ja das, was ich auch während den Recaps immer schon so gesagt habe. Ich finde diese Serie sehr bodenständig, weil es kann eigentlich genau, könnte außer diesen PIM-Partikel-Pfeilen, könnte das auch so wirklich in der Realität stattfinden. Ne? Also es fühlt sich schon sehr realitätsnah an und dementsprechend auch bodenständig, weil wie du auch schon sagst, Theresa, es ist weder Gott noch Aliens noch sonst irgendwas in der Art da, was was Übermenschliches, und Equipment hat er trotzdem. Warum lachst du jetzt da? Ja, bei realitätsnah, da muss ich eben direkt an die Jogginganzugsmafia denken. Ja, gut. Ja, okay. Das ist sehr realitätsnah. Ja gut, aber du hast halt eben zumindest eine Gang. Gut, ob man sich jetzt unbedingt die Trainingsanzug-Mafia nennen muss, sei jetzt mal dahingestellt, aber du hast halt einfach eine normale Verbrecherbande, sage ich jetzt mal, und nicht jetzt irgendwelche verrückten Wissenschaftler oder sonstiges oder irgendwelche Aliens aus dem All. Ich weiß, was Patrick meint, ja klar, aber ich finde, das ist hier in der Serie einfach so ein Punkt, woran man erkennt, dass die zu dieser Trainingsmafia-Gang gehören, so wie bei manchen anderen Filmen haben, die wenn es über eine Gang geht, halt immer eine bestimmte Farbe an Stirnbänder oder eine bestimmte Farbe an Klamotten an, und hier hängt es halt Trainingsanzüge an. Okay. Ja. Ich weiß, was du meinst. Wiedererkennungswert ist alles. Ja. Ja. Gut, und die haben das ja hier auch nur reingespielt, weil es halt auch in den Comics so vorkommt. Ne? Es gibt ja diese Trainingsanzug-Mafia oder diese Gang gibt es ja auch in diesen Comics, und ich denke, dass sie da versucht haben, auch dann wieder so nah an den Comics zu kommen, wie die ganzen Serien an sich das bisher versucht haben. Ne? Also auch WandaVision ist ja ziemlich nah an den Comics gewesen, auch Falcon und Winter Soldier, was auch Kostümdesign angeht, da kommen wir vielleicht auch später noch zu sprechen, angeht und so, da versuchen sie schon mehr wieder in Richtung Comics zu gehen, was aber nicht wieder übermäßig an, also es gibt ja durchaus Kostüme in den Comics, wo man sagt, das könnte man heutzutage überhaupt nicht tragen. Und das hat zum Beispiel in WandaVision, haben sie das schön mit einer Szene verarscht verarscht. Mit einer Folge eigentlich sogar. Mit einer Folge so ein bisschen hops genommen, diese Halloween-Folge von WandaVision. Ja. Ein Kontra, was ich nicht so schön fand, ist ein bestimmter Charakter, der so ganz Zeit aufgezogen worden ist und dann letztendlich dann nicht wirklich viel beigetragen, außer dass er halt, wie kann ich sagen, Kanonenfutter war. Dafür, dass er so als die ultra große Bedrohung aufgezogen wurde, wurde er recht schnell abgefertigt. Ja, ich finde auch hier wie mit dem Hawkeye sein Equipment, also der Bogen, man sieht schön die Bruchstelle von dem Bogen, wo bei Civil War war es, glaube ich, zerbrochen worden ist, sieht man da schön, das sind so Kleinigkeiten, wo man drauf achtet. Dieser zusammengeflickte Bogen, ja. Genau, richtig. Und auch wie er sich die Pfeile selber zusammenbasteln muss in dieser einen Folge, wo sie ja dann zusammen sagen, jetzt gehen wir rein und bekämpfen die, und dann basteln sie sich ja Pfeile zusammen. Auch das fand ich richtig gut gemacht, weil da sieht man auch, dass er handwerklich halt so begabt ist, dass er sein Equipment selber herstellen kann und nicht irgendwie bei Stark oder bei irgendeiner anderen Waffenindustrie seine Sachen einkaufen muss. Obwohl er auch Stark-Pfeile hat. Ja, natürlich, hat auch Stark-Pfeile, richtig. Aber jetzt überleg mal, der hätte sich Pfeile bestellen müssen und die hätten 3 Tage über Amazon oder so gemacht. Oder es wäre ein Pfeil von Acme gewesen. Ja, oder so, ja, richtig. Was ich auch schön fand, dass das schon wieder der bessere Abschied war von Black Widow. Der Black Widow-Film hat den Abschied nicht so gut hinbekommen wie Hawkeye oder wie What If. Und auch die Einbindung von Yelena Belova, die war richtig gut gelungen. Also dieser Charakter. Die Schlussszene war gut, wo sie sich dann mit Hawkeye sogar jetzt mal ausgesprochen hat. Und auch wie sie mit Kate zusammen funktioniert hat. Das war klasse, wo die einfach sich bekämpfen mussten, aber eigentlich nur Mädels sein wollten. Das waren so wirklich diese schönen Momente. In den sozialen Medien geht ja auch jetzt viel die Nachricht rum, dass sie eine Yelena und Kate-Serie haben möchten. Also es ist viel Aufruhr darum, dass die zwei jetzt eine eigene Serie bekommen. Und ich könnte es mir tatsächlich denken, dass das echt ein gutes Ding werden würde, weil die wären echt gut miteinander, wie sagt man? Kompatibel. Harmoniert, ja. Harmoniert, ja, so genau. Also das war schon richtig schön anzusehen. Dann weiß ich aber auch, dass wir Dom regelmäßiger als Gast haben werden.
Das stimmt. Was ich jetzt auch gelesen habe, aber das ist noch nicht offiziell bestätigt, dass eine zweite Hawkeye-Serie kommen soll, also zweite Staffel. Eine zweite Staffel. Wie gesagt, ist noch nicht offiziell bestätigt. Das ist alles noch so Rumors, also so, ja. Gerüchteküche. Gerüchteküche, ja, genau. Aber da kommen wir vielleicht später am Schluss noch bei Zukunft über Marvel drauf zu sprechen, ob man das sich so vorstellen könnte, ob das Ganze noch irgendwie reinpasst. Bevor wir auf die Charaktere einzeln eingehen, habt ihr noch irgendeinen Punkt, wo ihr offene Fragen habt oder wo ihr noch eine Stelle habt, wo ihr gern ausdiskutieren würdet? Bei der Theresia zum Beispiel weiß ich, sie hat noch einen Punkt, den sie gern diskutieren würde. Dann würde ich gerade das aufgreifen, ansonsten. Ja, was heißt diskutieren? Also ich habe mir halt bei der, während dem Anschauen von der Serie ging es ja immer um diese Armbanduhr, die sie halt, die Hawkeye ja auch wieder zurückhaben wollte und die er dann in der letzten Folge, glaube ich, seiner Frau wiedergegeben hat. Und ich habe mir immer gedacht, okay, was bedeutet diese Uhr? Also, oder wem gehörte die oder wie passt die da rein? Was ist an der besonders? Also da habe ich irgendwie das nicht mehr auch in den Filmen irgendwie nicht wahrgenommen oder das, also diese Begebenheit, die ist mir vorher nicht aufgefallen, aber jetzt wurde halt immer über die Uhr gesprochen und ich habe mir nur gedacht, was ist mit dieser verdammten Uhr? Tatsächlich wird es ja in den Filmen wirklich so nie richtig aufgegriffen, dieser Charakter von seiner Frau oder was das mit der Uhr zu tun hat. Sondern im Prinzip ist es hier ein Aufgreifen am Anfang, versucht die Uhr wiederzukriegen. Und am Schluss wird das Ganze aufgelöst mit einer Zahl, wo auf der Rückseite von der Uhr steht. Und wenn man halt da in diesem Marvel-Universum, also in diesem Comic-Universum nicht so tief drin ist, wie jetzt zum Beispiel Patrick und ich, dann bringt diese Auflösung eigentlich gar nichts. Ne? Man könnte sich da was zusammenspinnen, aber das ist ein netter kleiner Fanservice einfach. Im Prinzip ist das einfach nur ein Fanservice. Okay, ja, und für mich als jemand, der eben nicht so tief drin ist, eben nur gedacht, okay, kann mir das irgendjemand erklären? Nee, sie ist eigentlich Mockingbird, die in dieser Agents of S.H.I.E.L.D. Serie auch aufgetaucht ist. Also ist das so eine alternative Multiverse-Version von Mockingbird. Und das verweist eben auch auf die Nummer und auf dieses Agents of S.H.I.E.L.D. Logo auf der Uhr. Also mit dieser Uhr hätte man sie vielleicht finden können oder die hat einen totalen emotionalen Bezug dazu. Das ist dann das Einzige, was mir dann auch Kummer ist, wo ich dann irgendwie so dieses S.H.I.E.L.D.-Logo gesehen habe und mir gedacht, okay, hat sie auch eine Vergangenheit, von der ich noch nichts weiß? Also das ist dann schon, die Idee ist mir dann schon gekommen, aber ich habe eben nicht weiter nachgeforscht oder hatte jetzt keinen da, den ich fragen kann. Nein, die Frau sagt ja auch, dass die quasi ziemlich außerhalb bzw. unterhalb dem Radar lebt. Also gehen wir davon aus, Hawkeye hat mit ihr Kinder bekommen. Davor war es eine S.H.I.E.L.D.-Agentin, die Mockingbird. Und irgendwann sind die in so eine Art Zeugenschutzprogramm untergetaucht. Deswegen sehen wir sie bei Age of Ultron sehr abgelegen in einem sehr abgelegenen Gebäude. Und deswegen waren auch alle so erstaunt, dass Hawk eine Frau hat. Also das war sogar eine Überraschung für Natascha Romanoff. Das habe ich mir damals in dem Film angedacht. Ich habe gedacht, wie? Familie? Hof? Hä? Ja, aber richtig. Ja, so ungefähr habe ich mir das dann auch zusammengereimt. Da habe ich mir gedacht, wenn ich dann schon die Gelegenheit habe, euch zu fragen, dann mache ich das. Ja, klar. Ja, im Prinzip ist ja genau das, wie wir es jetzt auch hier ein bisschen erläutert haben, ist für die Leute, wo die Comics kennen, die wissen natürlich mit Mockingbird und Agent 19 und mit Agents of S.H.I.E.L.D. und so. Aber für die Leute, wo die Comics halt nicht kennen, da müssen sie sich echt aus den Filmen und so das rausziehen, wie so aus einer riesenlangen Nase, so diese letzten Zipfel rausziehen und sie irgendwas da zusammenschustern. Und das fand ich ein bisschen schwach. Da hätten sie ein bisschen mehr eingehen müssen auf diese Uhr, was das eigentlich wirklich für die Leute bedeutet. Also gerade die Frau von Clint und Clint selber. Ich finde, das ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite rechtfertigt das eben so Podcasts wie unseren, weil wir dann hingehen können und den Erklärbär auspacken können. Richtig. Und auf der anderen Seite ist es dann wirklich so, dass sich dann die Leute, die eben nicht so nerdig drauf sind wie wir, so dastehen und nicht wissen, was die Serie von einem will. Ja, also da hätte ich einfach, um jetzt zum letzten Punkt irgendwie zu kommen, was mir dann eine Serie jetzt nicht so gut gefallen hat, ist, also wie gesagt, also ich war etwas überfordert mit der letzten Folge, weil also da kam dann so viel zusammen und für mich wurde irgendwie nichts so richtig irgendwie aufgelöst oder es waren dann für mich irgendwie sehr viele Logiklöcher. Wer will was? Wer kämpft jetzt gegen wen? Wer ist auf wen sauer? Wie ist jetzt wirklich die Verbindung? Man hat dann schon gemerkt, okay, die Mutter hat jetzt so die Verbindung zu Kingpin, aber und
er hat bitte nur gesagt, okay, ich höre jetzt aber auf damit, weil jetzt das und das ist, aber es gibt nicht sehr viel mehr Hintergrund. Das fand ich nämlich auch schade. Entweder war dann Vera Wamiger wirklich auch so viel in Filmsets, dass da nicht viel Screentime zur Verfügung stand. So könnte ich mir das erklären. Oder Corona-bedingt oder so. Ich meine, da wird an Weihnachten ihre Mutter abgeführt und verhaftet. In jedem Weihnachtsfilm müsste einem das innerlich zerstören. Aber wir haben da so wenig Szenen bekommen, wo diese Tochter-Mutter-Dynamik vorhanden war, dass einem das fast schon egal war. Da war ich auch so ein bisschen enttäuscht, dass das wirklich so abgefrühstückt wurde. Ja, und vor allem gab es dann auch, es gab dann ein paar Szenen, wo man gedacht hat, okay, jetzt versuchen sie so ein bisschen die Bindung zwischen der Mutter und Kate darzustellen oder zu festigen. Und dann war das eigentlich nur, um rauszufinden, warum sie immer nach Hawkeye fragt. Ja, die Szene, wo ich jetzt meine, ist zum Beispiel die Verarzt-Szene, wo die Mutter ja Kate hier ein bisschen verarztet, weil sie jetzt heimgeschickt worden ist von Hawkeye. Aber das hatte für mich nur bedingt irgendwie Sinn gemacht, weil für mich hat es sich so angefühlt, als wollte die Mutter sie jetzt aushören über Hawkeye und nicht wirklich sich kümmern um die Tochter. Ne, eben, die hat sich die meiste Zeit suspekt verhalten und nicht wie eine Mutter. Also die hat sich wirklich wie so eine klassische Soap-Intrigantin inszeniert und hat eben nicht wirklich wie so eine Mutter gewirkt. Ja, also deshalb fand ich auch, also irgendwie auch so dieses liebevolle Mütterliche, also sie hat es irgendwie immer versucht, so mit Worten und Gesten darzustellen, aber so wirklich irgendwie gefühlt habe ich es nicht, als ob sie jetzt so eine tiefe Verbindung zu ihrer Tochter hätte und so mütterliche Gefühle. Ja, das ist schwierig, weil es fühlt sich halt auch so an, als wäre die Tochter nie wirklich zu Hause gewesen, sondern eher immer auf einem Internat oder irgendwo in einer Schule, eine Ganztagsschule, irgendwo in einer anderen Stadt oder sowas. So hat sich das am Anfang angefühlt, als sie ja zum Beispiel auch heimgekommen ist, aus dem Zug ausgestiegen ist oder aus dem Bahnhof rausgekommen ist. Und da dachte man schon so, okay, war die jetzt das ganze Jahr über nicht zu Hause und ist jetzt zu Weihnachten nur in ihrem Heim bei ihrer Mutter? Das ist der ganzen Serie über, fühlt sich das genau so an. Man hat nie so wirklich die Bindung zwischen den zwei. Also ich weiß schon genau, was ihr zwei meint. Naja, das ist ja, also das siehst du ja daran, dass die dann irgendwie überrascht wird, dass ihre Mutter dort den Freund hat und dass sie sogar verlobt ist. Also ich meine, so viel kann ihr nicht mitgekriegt haben, wenn sie diese Sachen nicht weiß. Sogar der Swordsmaster versucht mehr Vater zu ihr zu sein, also Elternteil zu Kate zu sein, als ihre eigene Mutter. Sogar Hawkeye wird eine bessere Elternfigur als ihre Mutter oder auch Yelena. Da merkt man auch, dass die richtig connecten. Also sie connectet mit allen, sogar mit diesen einen Jogginganzugsmafia-Typen, denen sie Beziehungstipps gibt. Sogar da wird mehr Harmonie verströmt als mit ihrer Mutter. Ja, da stimme ich dir zu. Oder euch allgemein. Ich habe jetzt hier noch einen Punkt, also ich will jetzt nicht so drüber stolpern über das Thema, aber ich habe jetzt noch einen Punkt, den ich mir notiert hatte. Und zwar das Hörgerät von Hawkeye, finde ich, das ist so ein kleines Indiz, was zeigt, wie menschlich die Serie jetzt dann wieder dargestellt werden soll oder es ist. Na, also dieses Bodenständige. Er hat Schäden durch die ganzen Kämpfe, durch die ganzen Filme und so hat er hat er halt noch an sich, kann dementsprechend nicht mehr hören und braucht ein Hörgerät. Bei welchem Superhelden sieht man denn so einen Verweis, dass das Ganze, was je passiert ist, immer noch Schaden mit sich nimmt? Und das fand ich halt auch sehr stark hier. Oder eben immer diese Momente, wo in ihm dieses Trauma mit Black Widow hochkommt. Also das spielt Jeremy Renner ziemlich gut. Man merkt, dass es ein gebrochener Mensch ist, der sich erstmal wieder aufraffen muss. Und da war ich wirklich überrascht, wie gut das in dieser eigentlich recht weihnachtlichen Serie funktioniert hat, diese Momente. Ja. Weil die Serie war eigentlich eher auf lustig getrimmt. Ja, da fand ich halt auch diese Szene so stark irgendwie da, wo dann, glaube ich, das Hörgerät gerade kaputt war oder irgendwas und wo dann sein Sohn angerufen hat und er ihn nicht gehört hat und dann Kate ja ihm immer diese Nachrichten geschrieben hat, was der Sohn gerade sagt oder erzählt oder fragt und damit halt Hawker eben antworten kann. Richtig, richtig. Und sogar da wird wieder eine bessere Eltern-Kind-Beziehung vermittelt als dann mit Kate und ihrer Mutter. Ja, richtig. Ja, ich würde dann jetzt gerne auf die Charaktere einzeln eingehen. Mir ist aber noch ein Punkt aufgefallen, den hatte ich nicht notiert. Der ist mir jetzt gerade nur, während wir gesprochen haben, ist mir das gerade noch so in den Kopf geschossen. Ich wollte noch über das Musical reden.
Am Anfang, ich weiß gar nicht, war es die erste Folge, war es die zweite Folge? Das war die erste Folge. Das war die erste. Direkt die erste Folge, wo man nur einen Bruchteil von diesem Musical sieht. Und ich dachte, Gott sei Dank haben sie das noch so kurz gehalten. Ich wollte gar nicht mehr sehen. Und dann machen sie am Ende der letzten Folge eine Post-Credit-Szene, wo man geschlagene 5 Minuten diese eine, ich sag mal, Endszene aus Avengers nochmal als Musical nachgespielt. Nee, das ist nicht die Endszene aus Avengers, sondern quasi die Zusammenkunft der Avengers, die immer wieder so thematisiert wurde. 2012. Ja. 2012 wurde uns ja richtig um die Ohren gehauen, dass jetzt spätestens nach Hawkeye jeder weiß, okay, 2012, ich glaube, da sind die Avengers aufeinander gestoßen. Es ist so der ikonischste Moment zusammen mit dem Blip im Marvel-Universum. Ich habe mir eingedacht, ich habe dann auch dieses Musical sehr genau verfolgt. Eigentlich jetzt nicht, weil ich das Musical so toll fand, sondern ich mir dachte, okay, haben die da jetzt noch irgendwo einen Hinweis eingebaut? Fällt mir da gerade irgendwas nicht auf? So ging es mir auch. Ich hab ganze Zeit gedacht, also wir kennen es ja aus anderen Filmen und Serien, wenn so eine Post-Credit-Szene kommt, die zeigen da jetzt irgendwas, was uns auf den nächsten Film hinweisen soll oder irgendwie bei WandaVision, wo sie diese aus diesem Multiverse die Stimmen ihrer Kinder hört. Weil das sind alles so Hinweise, wo denke ich, oh, okay, wir wollen den nächsten Doctor Strange 2 sehen, weil es da genau darum geht oder in die Richtung gehen soll. Und hier dachte ich bei dem Musical, kommt da jetzt irgendwie was? Was wollt ihr von mir? Ja, was kommt? Genau, kommt da jetzt noch was, wo mich irgendwie oder was wollt ihr mir jetzt gerade sagen mit dieser Endcredit-Szene? Und vor allem bei dem neuen Spider-Man-Film, da ist er ja auch mehrmals an diesen Rogers Musical-Plakat ja. vorbeigeschwungen. Ja. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass das so ein Testballon war, ob sie Rogers Musical auf den Broadway bringen können. Ja. Und ich hab die Befürchtung, das werden sie machen. Ich habe auch so irgendwie die Befürchtung, dass das so, wie du schon sagst, so ein Testballon ist. So. Ja. Mal gucken, wie die Leute drauf anspringen, ob die da Bock drauf haben. Und wenn da Leute sagen, ja, da hätte ich echt Interesse, das zu sehen, und dann hauen sie es raus. Ja, wenn viele Leute dann kommentieren, oh ja, macht unbedingt ein Musical, ich will das sehen. Mhm. Kann schon sein. Ich habe verstanden, wie so Clint das Hörgerät ausgeschaltet hat. Danach. Ja. 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 Ja, es ist ja, also ich meine, das ist ja seine Lebensgeschichte, oder das ist ja was er erlebt hat, und es war halt irgendwie dramatisch und jetzt nicht jetzt irgendwie so im Musical-Style, wo du halt so singend und tanzend durch New York gesprungen bist und hier, ja, im Musical wird es ja immer freudiger dargestellt, als wie es halt in der Realität war, und er hat halt da wirklich schwere Kämpfe mitmachen müssen. Es gab halt noch so diesen, wenn man so interpretieren will, den kleinen Verweis auf Ultimates in den Ur-Avengers, also in den Comic-Ur-Avengers, da war zum Beispiel The Wasp und auch Ant-Man im Originalteam. Richtig. Und Clint wundert sich, ey, Ant-Man war doch gar nicht dabei. Das war wahrscheinlich so eine alte Anspielung auf die Ur-Avengers. Mhm. Aber ansonsten hat mir das auch keinen großen Mehrwert gegeben, außer dass da zum ersten Mal auch dieses lila Kostüm von Hawkeye schon mal angeteasert haben, dass er dann am Schluss auch trägt. Wenn du jetzt gerade Kostüm ansprichst, wir haben jetzt in den alten Serien, was wir ja bisher gesehen haben, immer schön die Veröffentlichung der neuen Kostüme immer erfahren von dem neuen Captain America, also gespielt von Anthony Mackie, also The Falcon. Und die Kostüme sahen ja eigentlich immer recht gut aus, immer comicnah, aber doch nicht zu nah an den Comics, da man immer noch sagen können, okay, das passt noch. Wie habt ihr das jetzt hier empfunden bei Hawkeye, also sprich bei Clint und eben bei Kate mit ihren neuen Kostümen? Also das schlimmste Kostüm war wirklich von Dings, von Sam Wilson, also von unseren Falcon. Ja. Das war mir zu bunt, zu Comic-akkurat. Da habe ich gedacht, nee, das könnt ihr doch so nicht bringen. Da muss hier noch immer jemand mit der Überarbeitung drüber gehen. Hier fand ich es ganz okay. Das hat halt zu diesem bunten Weihnachtssetting gepasst. Ob das dann auch so super in den Filmen funktioniert, wird sich zeigen müssen. Zu Kate passt es. Mhm. Bei Clint werden wir warten müssen, ob das so passt. Hm. Nee, also ich bin jetzt bei dem Kostüm jetzt, glaube ich, nicht so tief drin und habe auch die Comic-Verweise nicht. Also ich bin auch gespannt. Also lila fand ich jetzt eigentlich eine gewagte Farbe für ihn, aber ich lasse mich überraschen. Hm. Aber ich bin jetzt nicht so,
jemand, der jetzt so auf dieses Kostüm und auf die neuen Kostüme fokussiert ist. Also das, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, auch nicht dieses Hintergrundwissen von den Comics her habe, war jetzt das jetzt kein großes Thema für mich. Ich fand zum Beispiel dieses Splinter Cell Gedenkoutfit von Yelena, ne? Das fand ich recht cool, weil sie damit dann kurz gespielt haben. Wer ist denn das? Hm. Bei Hawkeye? Was mir halt ja gut gefallen hat, ist, dass der diesmal das Kostüm nicht von Stark Industries oder von irgendjemand wie Shield oder sowas bekommen hat, also gestellt bekommen hat, dass das schon für ihn gemacht worden ist, sondern dass es hier wirklich LARPer waren, die das ja schon für sich immer genutzt haben, sich selber Kostüme zu nähen und ihm jetzt praktisch ein neues Hawkeye-Kostüm genäht haben. Das fand ich einen schönen Verweis. Vor allem, weil wir ja auch in der, ich weiß gar nicht, war es die zweite oder die dritte Folge, erstmal so richtiger... Das war in der zweiten. Ein richtiger Dämpfer gegenüber LARPer bekommen haben, wo wir uns noch geärgert haben, wie können die jetzt das so, das ist so typisch, also untypisch für Marvel, dass die auf eine bestimmte Sorte von Leuten oder eine Leuten, die zu einer gewissen, weiß ich, wie LARPer halt, dazugehören, so eintreschen und dass sich nicht irgendwie entschuldigen oder irgendwie was Besseres draus machen. Und wir wurden dann letztendlich über die Staffel eines Besseren belehrt, was mit den LARPern angeht. Ich spreche jetzt nicht von den Imagine Dragons. Und trotzdem bleib ich bei der Meinung, dass dir diese Action-Sequenz unter den LARPern deutlich besser hätten inszenieren können oder müssen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Dann wäre das wirklich als so ein Stranges Highlight herausgestochen. Und wenn wir dann noch die Kostüme vergleichen, bei Wanda fand ich dieses Kostüm von der Modernisierung her ein Stück weit besser. Okay. Bei Hawkeye war es ein Stück weit dezenter als in den Comics, also er läuft nicht rum wie so ein halber Asterix-Verschnitt. Aber das Lila ist jetzt trotzdem, ja, das hätten sie auch ein bisschen dezenter halten können. Also vielleicht mit dezenten lila Stichen, aber nicht komplett lila färben müssen. Aber ich bin jetzt hier kein Gucci, von daher. Ja, das ist wahr. Aber es gab in der Serie selber auch noch einen schönen Verweis, als Kate das Kostüm gezeichnet hat, wie sie sich das vorstellt, wie er dann in Zukunft rumlaufen könnte mit diesem großen Haar auf der Stirn und diesen Flügelmaske, wie man es halt aus der Comics kennt. Und das fand ich dann halt auch einen schönen Verweis, dass dann dieses letztendliche Kostüm, was die LARPer genäht haben, in diesem Lila gehalten ist, wie aus den Comics, aber halt ohne diese Maske und ohne diesen großen Schnickschnack-Polster, Schulterpolster-Aufbauten, wie sie halt in den Comics sind. Das fand ich eigentlich nicht schlecht. Aber vielleicht doch, wie du schon sagst, ein Tick zu viel Lila, ja. Kann schon sein. Müssten wir mal gucken, wie es in den Film dann mal rüberkommt. Weil wir sind jetzt zum Beispiel auch bei Wanda, die ja die Scarlet Witch jetzt ist oder zu Scarlet Witch geworden ist. Dass da war sie übrigens mittlerweile, dass die erst zu dem Dreh von WandaVision dann die Rechte bekommen haben, die Scarlet Witch zu nennen. Deswegen wurde sie davor nie so genannt, aber innerhalb von dieser Serie sind die Copyrights zu denen übergefallen. Richtig, und es gibt ja mittlerweile auch Bilder aus dem Doctor Strange 2 Film, wo es auch dieses Kostüm tragt und es ist nicht ganz dieses Kostüm, was er aus der Serie übernommen hat. Also es wurde eben nochmal filmisch ein bisschen angepasst. Angepasst, genau. Und ich denke, dass das hier bei Hawkeye auch so passieren wird. Und hoffentlich auch beim Falcon. Ja, da hoffen wir es auch, ja. Gut, dann würde ich aber sagen, gehen wir jetzt mal auf die Charaktere selber ein. Dann würde ich sagen, fangen wir mal eher mit den kleinen Charakteren an. Und ich weiß nicht, kann man Lucky, den Pizzadog, auch als Charakter ansehen? Und hier ja, eigentlich schon. Das ist ja auch ein akkurater Charakter. Ja. Ich weiß aus Bildern, dass das kein einäugiger Hund ist, sondern dass sie den quasi auch geschminkt haben. Der hat ja eigentlich, hat er noch beide Augen. Ne? Also da Tierschützer brauchen da nicht in Aufruhr ausbrechen. Das war nur ein Fake, wenn man ja, so aber sagen kann. Wie also sollen sie danach auch suchen? Super einäugigen Hund für Filmproduktion. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, aber ich fand ihn, wie sie ihn hier integriert haben, weil man kennt ihn ja durchaus auch aus den Comics, fand ich es doch schön reingefügt hier in die Serie. Na, also gerade es mit dem Tier hat das nochmal so ein richtig schönes Weihnachtsflair vermittelt, auch wenn Tiere nicht unter den Weihnachtsbaum gehören, da muss man schon quasi einige Zeit, wirklich einiges an, ja, an Aufsicht in die Tiere investieren und das auch mögen. Sonst
wäre das wirklich ein falsches Weihnachtsgeschenk. Also ich fand es immer süß, wie die den Hund dann eben genannt haben und wie sie auf der Namenssuche waren, aber ja, mehr kann ich, glaube ich, dazu auch nicht sagen. Hattet ihr das Gefühl, dass das so ein Maskottchen werden soll, wie bei anderen Serien? Wir hatten ja zum Beispiel bei der Star Wars Mandalorian-Serie mal den Grogu. Dann gibt es ja es gibt ja so viele Beispiele. Habt ihr das Gefühl, der ist da reingekommen, dass er so einen Niedlichkeitsfaktor mit noch reinbringt? Oder hat sich das für euch schon so homogen angefühlt? Also so richtig, dass es halt zu dieser Stimmung und zu diesem, was halt da passiert gerade, dass das so reinpasst? Ja, also ich finde, er hat gut reingepasst. Also ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt so einen tieferen Sinn darin gesehen haben oder jetzt so ein Maskottchen draus machen wollen, aber ich finde halt einfach irgendwie, es war dann irgendwie eine nette Dreierkonstellation. Für dieses Maskottchen-Feeling, da hätte dann auch irgendwie die ikonische Actionsequenz für den Hund noch gefehlt. Ja. Das stimmt auch. Gut, dann würde ich als nächsten Charakter, würde ich mehrere nehmen. Ich setze es unter diesen Mantel Trainingsanzug-Mafia und rede dann aber bei den Trainingsanzug-Mafien eigentlich um zwei Charaktere, nämlich Ivan und Thomas. Also diese zwei Hauptrussen, sage ich mal, die ja schon sehr gut gespielt haben. Gerade in dieser, war das vorletzte Folge, wo sie diesen Pfeil für Maya bekommen, wo sie doch hier diskutieren, wer alles Trainingsanzüge tragen und so. Ich fand, die hatten diese Komik in diese Serie richtig schön reingebracht. Weil da konnte ich immer schön lachen, wenn man die zwei gesehen hatte. Ja. Ich fand es vor allem schön, dass man mal wieder solche Bösewichte hat, die so herrlich verpeilt, so herrlich drüber ist. Ich dachte schon fast, die gibt's nicht mehr, diese Art von Bösewicht. Und deswegen so viele vergessenswerte Bösewichte in Marvel auch aufgetaucht sind, die haben zumindest immer für diesen gewissen Comic Relief gesorgt. Deswegen hatte ich da immer so ein Grinsen im Gesicht, wenn die aufgetaucht waren. Von daher, nee, kann ich absolut mitleben. Also ich fand die, wie gesagt, ich fand die halt sehr lustig und ich würde mir durchaus, die würde ich gerne noch mal sehen irgendwie. Und wenn es Hawkeye Staffel 2 gibt, hätte ich eigentlich schon Bock, die wieder zu sehen. Ja, das lockert jetzt irgendwie so immer wieder mal ein bisschen auf. Also wenn man das immer so mit dem Augenschmunzeln oder so dann betrachtet, wenn die halt da, wie soll ich sagen, wenn man die halt dann eben sieht, wie du gesagt hast, das hat das Ganze irgendwie aufgeheitert. Gut, ich habe dann als Nächsten, habe ich hier Kasi stehen. Ich fand, der war eigentlich sehr wichtig für die Entwicklung von Maya, weil er ja schon viel dazu beigetragen hat, wie sie praktisch handelt oder versucht hat, sie auch in richtige Linien zu weisen oder in die richtige Schranke, wie sagt man, in den richtigen Schrank zu weisen? Naja, das ist falsches Deutsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Sie hat die eigentlich immer auf die Spur von bösen Onkel geführt. Ja. Man hätte da ein bisschen mehr draus machen können oder müssen, damit bei Maya die Fallhöhe auch ein bisschen greifbarer ist. Aber eigentlich hat sie den Zweck erfüllt. Ja, also man hatte diesen Mantel mitgebracht. Also er war halt zuerst irgendwie ihr engster Vertrauter und Freund und eben auch Berater. Aber wie sie dann halt eben zum Schluss die Wahrheit erfahren hat, hat sie halt gemerkt, dass er sie halt eben auch angelogen hat oder halt versucht hat, immer von der Wahrheit wegzuführen. Ich fand es halt dann nur traurig, wie kurz dann sein Ableben am Schluss war. Also ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet so. Also in dem Sinne, dass man, also jetzt nicht 2-Stunden-Kampf oder sowas, aber es ging dann doch ziemlich recht schnell, wie er dann erledigt worden ist. Ja. Man hätte da eigentlich so in die Mitte so eine Folge packen müssen, wo Maya so ein bisschen im Fokus steht, zusammen mit dem Kasi. Das hätte auch so ein bisschen den nötigen Background geliefert. Im Prinzip haben wir das in dieser Serie gefühlt gerade mal 20 bis höchstens 15 Minuten abgehandelt bekommen und dann war da auch schon der Endkampf. Ja, vielleicht hätte er eben irgendwie zwei weitere Folgen mehr etwas ein bisschen gut getan, dass man halt einfach die Storys jetzt so in der letzten Folge nicht so aus diesem Gefühl verschiedenen Fäden jetzt schnell jetzt eine Abschlussfolge draus machen muss, wo dann keiner mehr sich wirklich zurechtfindet. Wir haben uns sehr gut zurechtgefunden, also Sam und ich, ansonsten, ja, stimme ich dir zu. So, jetzt ist die Frage, ist erst Jack oder erst Maya? Ich würde erst Jack vorziehen, weil der hat ja noch eine kleinere Rolle wie Maya. Jack, oh Gott, jetzt muss ich wieder Französisch sprechen, Ducoin, Ducasse, so ähnlich. Der war sehr unscheinbar am Anfang, was heißt unscheinbar? Man hat am Anfang eher so gedacht, ja, wir wissen ganz genau, du bist das, ne? Du bist so der Bösewicht hier, du hast hier die Fäden in der Hand und es hat am Anfang alles so auf ihn hingewiesen.
Wir wussten ja auch, Patrick und ich, dass er in den Comics der Swordman ist. Ich finde es schade, was sie letztendlich dann aus ihm gemacht haben. Ja, auf der anderen Seite haben sie halt cool mit dem Klischee gespielt. Also bei Better Call Saul, da ist es einer der Oberbösen, da wurde er auch so ominös eingeführt. Mit dem Hintergrund haben sie wirklich super lustig mit seinem Image gespielt. Aber dafür, dass er da quasi als der Oberbösewicht verkauft wurde oder der rote Hering war, haben die uns echt ein bisschen unterfüttert. Also ich habe ihm das auch nie so wirklich zugetraut, dass er jetzt hier so der Fiese im Hintergrund ist. Dafür wurde man irgendwie immer manchmal zu naiv oder zu so dargestellt. Und vor allen Dingen auch dann eben zum Schluss, das fand ich jetzt auch ein bisschen ungerecht für ihn, weil schließlich, er hat dann ja zumindest so jetzt mal im Kampf Hawkeye und Kate unterstützt. Aber er hat das trotzdem immer auf so eine spielerische Weise gemacht, so in der Art, oh, guck mal, ich bin jetzt auch ein Superheld. Und das fand ich jetzt ein bisschen schade. Ja. Genau, das ist der Punkt, wo ich jetzt sagte, ich finde es schade, was wir aus ihm gemacht haben, wenn es jetzt am Ende so rauskristallisiert worden ist, dass er wirklich so eine Art Superheld ist, also dieser Swordsman, wie man halt kennt, aber er eigentlich gar nicht auf der bösen Seite steht, sondern eigentlich doch auf der guten. Ihm wurde das eigentlich alles nur so angedichtet und man hat es aus diesem Grund ihm so alles angehängt und dann am Schluss ist er das gar nicht in diesem Sinne. Das hat mir besser gefallen als dieses Blödeln, was er dann am Schluss so, ich bin jetzt der Superheld. Und wenn eine Staffel 2 kommt, dann wird er dann durch die Lapa quasi zum Swordsman, würde ich von ausgehen. Das kann sein, ja. Es wurde ja schon so angeteasert, dass die Lapa ganz fasziniert von ihm waren. Also, ich will den bei den Lapern sehen und dann sollen sie zumindest mal eine epische Action-Sequenz, die sie uns in der toten Staffel, in der ersten Staffel nicht gegeben haben, bringen. Das hätte man echt so ein bisschen wie bei Community die Paintball-Folgen inszenieren müssen. Mhm. Dann wäre das wirklich im MCU herausgestochen. Gut, dann würde ich jetzt auf Maya zu sprechen kommen. Maya Lopez, also der Name wurde ja noch nicht getroppt, aber sie wird ja später zu Echo letztendlich. Ja, aber die Echo-Serie, die schwebt schon sehr im Hintergrund und ich gehe davon aus, dass diese Echo-Serie auch so ein bisschen das Bindeglied wird, weil diverse Charaktere von Daredevil, die sind ja jetzt mittlerweile wieder aufgetaucht, dass die vielleicht für uns quasi so dieses nächste Daredevil sein wird. Und da wird dann auch der Typ sein, den wir am besten als nächstes besprechen werden, den Kingpin. Mhm. Weil sie ist ja sehr eng verbunden mit dem Kingpin. Und da haben wir uns bei ihr mehr über die Rückkehr vom Kingpin gefreut, als auf Maya. Die ist dadurch ein bisschen in den Hintergrund geraten. Richtig. Ich habe die Maya so ein bisschen verglichen mit dem Charakter von Falcon und der Soldier. Die Bösewicht eigentlich aus Falcon und der Soldier. Mann, wie hieß sie denn? Die Rothaarige. Ich komme jetzt nicht drauf. Ja, ihr wisst mit Sicherheit, wen ich meine. Nur, dass bei Falcon und der Soldier sie es nicht geschafft hat, sich wieder so zu bekehren, sage ich mal. Und hier in der Serie hat es jetzt geschafft, die Maya. Also sie ist noch nicht ganz bekehrt, aber sie hat jetzt angefangen, das Ganze zu hinterfragen. Carly Morgenthau meinst du? Ja, genau die meinte ich. Genau, aber anstatt halt den Kopf durch die Wand zu rennen und ihr Ding durchzuziehen, fängt sie halt jetzt an, das Ganze zu hinterfragen und möchte jetzt halt rausfinden, was da wirklich in der dran steckt. Und das fand ich gut bei der Maya. Also ich fand von ihr aber diesen Hintergrund interessanter, also dass die wirklich taubstumm ist und dass sie eine Ballprothese hat. Das fand ich interessanter als diesen Origin-Background, den eher die Serie verpasst hat. Also sogar Hayley Steinfeld hat für sie die Gebärdensprache gelernt, damit sie die am Set quasi richtig begrüßen kann. Ja, das sind alles so Sachen, die fand ich interessanter als die Background-Story von Echo. Ja. So böse das jetzt klingt. Gut, also ich kann jetzt halt nur die Story erzählen, also ich kenne halt nur die Story, die mir jetzt eben die Serie verkauft hat und ich fand halt, sie hat halt aus dem, was ihr passiert ist, eben, dass sie taubstumm ist, dass sie eine Beinprothese hat, hat sie sich wahnsinnig stark entwickelt. Also sie hat halt eben kämpfen gelernt, sie ist jetzt nicht eben das behinderte, taubstumme Mädchen, das sich nicht wehren kann, sondern ganz im Gegenteil. Also ich finde,
das zumindest ein Stück weit ist ein positives Bild. Gut, dass es am Anfang vielleicht nicht unbedingt für die gute Seite eingesetzt hat, das war ihr halt eben auch nicht so klar, weil die Unterstützung, die sie halt erfahren hat, kam halt eben von der nicht so sauberen Seite. Ja. Aber so allein eben, dass man halt sagt, okay, auch sie kann sich dann durchsetzen und ist eine starke Frau, das fand ich dann, das fand ich positiv. Richtig, und das muss ich der, also muss ich Therese auch zustimmen. Ich finde diese Entwicklung von Maya in dieser Serie dann in diesen kurzen Folgen, sage ich mal, also wir hatten ja immer noch so knapp 45 Minuten, fand ich das doch sehr schön dargestellt, wie sie dann praktisch von diesem ganz Bösen zu diesem, ich hader ein bisschen und jetzt in diese Richtung, mal gucken, wo mich der Weg hinführt, wenn ich das alles hinterleuchte, wie sie diese Entwicklung die Zeit, gemacht hat. Die sie hatte. Ja. Oder ja. Für die Screentime, die sie hatte, hat sie das verdammt gut gemacht. Genau. Ja. Und es ist einem gar nicht mal mehr aufgefallen, dass sie taubstumm ist oder so. Sie hat da wirklich auf Augenhöhe mit diesen anderen Darstellern interagiert. Mhm. Das fand ich auch cool. Ich sag nur, sie hätte mehr verdient gehabt. Mhm. Das ist ja das auch der Punkt, wo ich dann bei den Recaps immer wieder berichtigen habe müssen, weil ich immer gesagt habe, dann war sie mit Kasi in einem Dialog, ja, in Gebärdensprache, aber das ist ja trotzdem ein Dialog zwischen den Zweien. Aber das musste ich ja immer noch so berichtigen, weil die sprechen ja nicht miteinander in dem Sinne. Ja, trotzdem ist einem das gar nicht mehr so aufgefallen. Richtig. Es gibt diverse Filme, wo einem das deutlich mehr ins Gewicht fällt, dass die dann auf einmal die Sprache wechseln oder anders kommunizieren. Ja. Da hat das den Fluss gar nicht gestört und das bei bei so einer Mainstreaming-Serie wie Hawkeye. Das fand ich dann sehr cool untergebracht. Ja, und du hast ja dann doch gemerkt, dass sie ja trotzdem aufgewühlt war, also auch wenn sie halt nicht schreien kann, aber man hat es halt eben an der Gestik und an der Mimik gemerkt, sie ist jetzt irgendwie wütend oder traurig oder also das wird, die Stimmung wird ja trotzdem rübergebracht. Richtig, genau. Gut, dann gehe ich mal zu der Mutter über, zu Eleanor Bishop. Sehr komischer Charakter, fand ich an sich. Sie war immer so ein bisschen nicht so wirklich einsortierbar, nenne ich es jetzt mal. Und Patrick hat ja am Anfang schon gesagt, er kennt die Schauspielerin Vera Farmiga halt aus anderen Filmen und da spielt sie immer so eine zwielichtige Person, sage ich jetzt mal. So, ja, auch bei Bates Motel, da hat die ja auch eine zwielichtige Mutter gespielt und das hat sie trotzdem mit einer ziemlichen Warmherzigkeit gespielt. Mhm. Auch da kommt irgendwie zugute, beziehungsweise macht es ein bisschen zunichte, dass wir vielleicht ein, zwei Folgen zu wenig bekommen haben, dass wir das, was die Story behauptet, nicht wirklich untermauert bekommen haben. Vera Farmiga, die kann deutlich besser schauspielern, als das, was sie da in Hawkeye abliefern konnte. Ja, also ich habe die auch schon in anderen Filmen gesehen und ich fand die da wirklich großartig, auch wenn sie jetzt vielleicht da auch keine sympathischen Rollen gespielt hat, aber das war, also ich fand das, was sie jetzt hier in der Hawkeye-Serie gemacht hat, also mich hat sie irgendwann nur noch genervt. Also ich fand da ihren Style irgendwie komisch und ja, wie gesagt, also dieses fehlende Mütterliche fand ich irgendwie wie schade, das haben wir ja vorher schon besprochen gehabt und ja, und dann eben auch wie sie halt dann eben die Verbindung zu Kingpin, also dass da eine da ist, das hat man dann gesehen, aber wie genau das passiert ist, warum, wieso, weshalb, also das hat mir halt irgendwie alles gefehlt. Das wird nicht so richtig erklärt, richtig. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dass sie so ein bisschen für mich so, also ich hatte zwei Enttäuschungen hier in dieser Serie und sie war so die kleinere Enttäuschung. Und zu dieser bisschen größeren Enttäuschung würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt auch drauf zu sprechen, das ist nämlich der Kingpin. Weil da war ich richtig, ich war ja fasziniert oder angefixt, als wir mitbekommen haben, dass er hier eine Rolle spielt, dass er auftauchen soll und dass er immer angeteased worden ist und wie er angeteased worden ist. Man hat so ein Gefühl bekommen, ja, wir kriegen hier demnächst eine richtige Offenbarung vom Kingpin und was er dann letztendlich hier abliefert, das war mehr als enttäuschend. Oder stehe ich da alleine da? Nein, überhaupt nicht. Das war auch so wirklich einer meiner großen Kritikpunkte. Ich hätte es mir viel epischer vorgestellt. Da wurde die ganze Zeit angeteasert. Oh, der Stark Tower wurde auch getaucht. Und sonst was. Ich habe mir gedacht, dass er am Ende der Serie so vom Stark Tower aus über der Stadt thront und so wirklich als die große Bedrohung eingeführt wird. Mhm. Und stattdessen wird er halt von einem Kind verprügelt, obwohl er
richtig viel einstecken kann. Aber vor allem ein paar Szenen vorher, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, aber vor ein paar Szenen vorher haben wir noch gesehen, wie er einen Pfeil in die Brust geschossen bekommt. Sie sind einfach so raus. Er ist doch eigentlich so halb vom Auto überfahren worden oder in diesen Laden reingefahren worden. Und ich habe mir dann, also ich konnte mich jetzt nur noch dunkel an Kingpin aus irgendwelchen alten Spider-Man-Zeichentrickserien erinnern. Und ich wusste jetzt nicht mehr, wie stark oder wie mächtig ist er jetzt wirklich. Aber das hat ja, also das fand ich jetzt irgendwie echt übertrieben. Da habe ich mir gedacht, okay, der ist irgendwie nicht tot zu kriegen oder anscheinend kann man den nicht verletzen. Und das fand ich halt irgendwie ein bisschen lächerlich. Nein, die Sache an dem Kingpin ist eben die, er ist so ein Obermafia-Boss. Er hat so viele Connections und Kontakte. Er agiert eher aus dem Hintergrund und trotzdem hat er auch so eine Physis, dass er dann problemlos in den Zweikampf übergehen kann. Also er hat dem Punisher mal ziemlich zugesetzt, Spider-Man zugesetzt, Hawkeye zugesetzt, Daredevil, von dem er eigentlich der Hauptgegner ist, dem hat er auch zugesetzt. Also im Prinzip hat er 4 Marvel-Helden zugesetzt, obwohl es nur ein Mensch ist, eben weil er sich körperlich fit gehalten hat und weil er sich ein mächtiges Imperium aufgebaut hat, dass er quasi unangreifbar ist und dass er die Leute eben auch anderweitig zerstören kann, indem er zum Beispiel von der Devil allen raushaut, wer es wirklich ist. Also das ist keiner, den du irgendwie ansatzweise ans Bein pissen willst. Und in der Folge, wo er aufgetaucht ist, da ist ihm jeder auf der Nase rumgetanzt. Eben Elena, weil ihr plötzlich so die Muttergefühle hochgekommen ist, die für mich wie eine Behauptung gewirkt haben. Oder auch Kasi, der wieder daran erinnert werden muss. Oder eben auch Echo. Also wirklich jeder ist ihm auf der Nase rumgetanzt. Der hat mich an so einen Hybrid erinnert aus Herr Star, aus Preacher und eben aus Dom Toretto aus Fast and the Furious, weil er die ganze Zeit über seine Familie geredet hat. Sogar kurz bevor er dann angeblich erschossen wurde, hat er gemeint, ey, nein, wir sind doch Familie. Und dann kam das Peng. Das ist so ein Punkt zum Beispiel, das hat mich auch in der Serie extrem gestört. Wir kennen solche Cliffhanger schon seit, weiß ich, 30, 40 Jahren. Man sieht die Person von einer anderen Person mit der erhobenen Waffe stehen, die Kamera schwenkt, man sieht so ein Lichtblitz und das Geräusch von der abgefeuerten Waffe, aber man sieht die Handlung an sich selber nicht und da wird man mit aufgehängt. Wir wissen doch alle, dass er nicht tot ist. Warum kann man denn nicht einfach den Cliffhanger da machen, wo sie vor ihm steht, mit der Waffe im Gesicht, er sagt noch, denk an die Familie und dann Schnitt weg. Das wäre viel spannender gewesen und hätte dann da dran angesetzt, als dass man die Kamera noch hochfahren sieht, dann diesen Lichtkegel, diesen Lichtblitz und den Schuss noch hört, das. Nein. Ja. Vor allem, wenn er wirklich erschossen worden wäre oder so, dann hätte man dann am nächsten Tag irgendwie so diese Einblendung sehen, Daily Bugle, Kingpin wurde erschossen aufgefunden, irgendwie sowas, genau. Auch das kam nicht. Also sag mal, wollt ihr uns hier verarschen? Ja, naja, also nur mal zu dem, was du gesagt hast, Patrick, also ich gestehe es dem schon zu, ja klar, er hat da in der Unterwelt ist er eine große Nummer, also von daher soll man sich schon mit ihm anlegen und dass er sich eben verteidigen kann, weil er eben stark ist und auch körperlich Gewalt ausüben kann, aber so wie sie es halt hier gezeigt haben, dass ihm halt irgendwie nichts, irgendwas anhaben kann, das fand ich halt ein bisschen übertrieben, dass ihm halt von physisch her, dass man ihm da nicht so beikommen kann. Also nicht mal ein Auto oder kein Pfeil, kein Schuss, kein gar nichts. Ich meine, ich habe mir gedacht, okay, wo bin ich denn hier? Also bin ich, also ist das hier, also gefühlt, also da hatte ich so mal so das Gefühl, ist es jetzt irgendwie, keine Ahnung, ist er auch irgendwie wie bei Asterix und Obelix, ist er in den Zaubertrank gefallen und hat Zauberkräfte, keine Ahnung. Ja. Er wurde für mich eben in dieser Folge echt so ein bisschen zur Witzfigur degradiert. Ja. Und ich mag ihn. Ich mochte ihn auch in der Daredevil-Serie. Und Vincent D'Onofrio hatte wirklich in Daredevil so eine gewisse Ehrfurcht gehabt, dass man dann gedacht hat, oh scheiße, fuck den Kingpin nicht ab. Mhm. Und da hat ihn jeder abgefuckt. Also, nee. Das fand ich nicht gut. Ja, fand ich jetzt, also ich fand, ich habe mir irgendwie auch mehr erhofft und ich mag ja auch den Schauspieler Vincent D'Onofrio und ich glaube auch, dass der, also ich habe die Daredevil-Serie noch nicht gesehen, aber ich glaube schon, dass er diesen Charakter in der Serie gut dargestellt hat und eben, wie man gesagt hat, also dass man Respekt vor dem hat und alles tut, was er einem befiehlt. Und wie gesagt, also da jetzt dieser Auftritt, den fand ich irgendwie, wie echt schade, da ist das sehr untergegangen. Die
den Charakter, wo er bei Daredevil gemimt hat, Vincent D'Onofrio. Also den Kingpin, das ist Kingpin. Ja. Das, was er hier bei der Serie gemacht hat, das ist nicht Kingpin. Das ist vielleicht ein Mafia-Boss, hat aber eigentlich in dem Sinne, außer dass es jetzt halt zufällig der gleiche Charakter ist, eigentlich nichts mit dem Kingpin zu tun. Ich hab sogar fast den besseren Vergleich. Er wurde im Prinzip von dem Joaquin Phoenix Joker zum Jared Leto Joker degradiert. Das wäre vielleicht der passendste Vergleich, den man da einführen kann. Könnte man so sehen, ja. Gut, aber widmen wir uns jetzt besseren Schauspielern und besseren Charakteren, würde ich sagen. Was heißt eine bessere Schauspieler, Entschuldigung. Das besser geschriebenen Charakteren. Sagen wir es so, genau. Bessere Schauspieler, das war jetzt falsch. Ja. Kommen wir zu Jenna. Der Schauspieler ist ja top. Deswegen habe ich mich entschuldigt. Ich meine Charaktere, geschriebene Charakteren. So. Ich würde sagen, wir kommen erstmal zu Florence, weil sonst steigt uns Dom auf den Deckel. Deswegen meine ich ja Yelena Belova, habe ich jetzt als nächsten Punkt hier. Kommen wir zu der nächsten Black Widow. Und ich finde, die ist eine Bereicherung in dieser Serie. Sie ist allgemein im MCU eine Bereicherung, Florence Pugh. Und ich bin echt begeistert, was sie hier für eine Leistung abliefert. Ich auch das Zusammenspiel mit Kate Bishop, also mit Hayley Steinfeld. Mega. Also Diese erste Szene, wo sie da in der Wohnung bauen, wo sie dann irgendwie Käse, Makaroni, was weiß ich, was gegessen haben und so weiter. Also die Szene fand ich echt großartig. Ja. Man hat sie halt eben da angemerkt, wie locker sie Hayley Steinfeld an die Wand spielt. Ja. Und trotzdem war diese Szene so cool nach der Einführung, wo wir gedacht haben, wurde da der Kopf nachträglich reinretuschiert, weil die hat ja nicht mal was gesagt, sondern du hast 20 Sekunden ihren Kopf gesehen und schon fast wieder weg. Ja, es ist ja nicht nur die Szene bei der Kate in der Wohnung, also das mit dieser diesen Käsemakaroni. Auch die Aufzugsszene. Auch die Aufzugsszene oder auch die Szene, wo Kate hier sagt, Mann, bist du sympathisch und Yelena sagt, hör auf, verdammt so sympathisch zu sein. Ja, genau, und Yelena sagt, ich kann nichts dafür, ich bin halt so. Das sind lauter so kleine Szenen zwischen den beiden, auch wie Yelena einfach nicht davon ablassen will, Clint zu töten, weiß immer mit so einem Beisatz, ja, okay, ich gucke mir die Stadt an, ich mache das und nebenbei töte ich Clint, oder? Ja, okay, wir können was trinken, aber erst töte ich Clint, weil immer so zwischendrin dieses kaltschnäuziger, können wir alles machen, kein Thema, aber erst töte ich Clint. Ich fand das vor allem so cool, so von wegen, bitte, fuck mich nicht ab, ich würde so gern mit dir saufen gehen, aber bitte, halt mich nicht davon ab, deinen Mentor zu killen. Das fand ich so cool. Ja, also zuerst immer so dieses, ja, immer noch so auf diese nette Art, so als ob man es ihr fast nicht abschlagen könnte, ja, so quasi, ja gut, dann mach halt und dann kommst nachher wieder. Richtig, genau. Und also, auch wie sie sich dann immer wieder schlagen mussten und die dann so, au, nee, was war denn das jetzt für eine Scheißnummer? Vor allem, wie sie dann noch sich gegenseitig loben, ne? Oh, der Move, der war cool. Dieser Wurf, wo du da gemacht hast, der war mega. Oh, das hast du ja richtig cool gemacht mit diesem sich zur Seite drehen und so. Das war ein richtig cooler Move und so. Richtig gut. Ja, also ich bin echt begeistert von Florence Pugh. Ich hoffe natürlich, dass sie im MCU uns noch sehr lange erhalten bleibt. Ich weiß ja nicht, wie die Planung von Kevin Feige aussieht mit ihr, wie viel Auftritte sie in den MCU-Filmen an sich in der Zukunft hat. Kommt irgendwann. Aber wir müssen jetzt dazu sagen, wenn ihr Florence Pugh mochtet, schaut unbedingt Fighting with My Family oder jetzt seit Mittwoch auf Netflix Little Women, da spielt sie auch sehr gut. Oder eben Midsommar. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Also ja, ich kann mir vielleicht vorstellen, dass sie jetzt länger irgendwie dabei ist, weil ich mir jetzt für mich halt gedacht habe, okay, vielleicht macht sie jetzt so den Ersatz eben für Scarlett Johansson. Also dass so quasi dass es jetzt wieder eine Black Widow gibt, die eben jetzt bei den Avengers oder bei Marvel eben jetzt auftaucht. Ich denke, dass Yelena tatsächlich so eine Art Black, also sie ist ja eine Black Widow, sie ist ja auch aus diesem Raum. Ich denke aber, dass sie nicht so eine Black Widow wird, wie Scarlett Johansson sie gemimt hat, sondern dass es so eine andere Richtung wird. Sie mischt sich vielleicht bei Kämpfen ein, also nicht einmischen in dem Sinne, dass sie dagegen kämpft, sondern mit den neuen Avengers mitkämpft, aber nie wirklich in dieser
Avengers-Gruppe mit inbegriffen sein will, weil sie immer noch mehr oder weniger frei sein will. Sie will nicht sich so unterordnen, könnte man vielleicht fast sagen. So schätze ich sie ein. Vor allem ihr rauer Kampfstil passt halt nicht zu der übrigen Gruppe, weil die knockt halt wirklich aus und macht ihre Gegner fertig, während Scarlett Johansson posiert hat immer wieder, was der Black Widow-Film dann doch sehr cool verarscht hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Scarlett Johansson irgendwie so auf dem Regiestuhl zurückkommt und einen Black Widow-Film mit ihr dreht. Oder dass die dann immer wieder in Rückblenden dann doch auftaucht. Ich habe nicht das Gefühl, dass Tony Stark endgültig weg ist aus dem MCU. Dass sich beide eine Option aufrechterhalten haben, soll es mit ihrer Schauspielkarriere nicht ganz so gut laufen, dass die dann jederzeit zum MCU zurückkehren können. Ja, das sind also Zukunftssachen, das müssen wir abwarten. Da ja, können wir, jetzt, wir haben ja gesagt, wir reden auch ein bisschen über die Zukunft. Ja, mal gucken, wie die Zeit uns davon rennt. Kommen wir zu Kate Bishop, würde ich sagen. Ich finde, sie macht nicht nur, also sie übernimmt nicht nur schön den Staffelstab von Clint, also diesen Hawkeye-Staffelstab, sondern auch Hayley Steinfeld ist halt wieder richtig schön gecastet auf die Rolle, finde ich. Also das ist so ein Marvel-Ding, das sage ich immer wieder gern. Die casten die Leute wie Arsch auf Eimer. Also das sind immer Charaktere, die passen tatsächlich zu diesen Charakteren an Figuren oder die Figurcharakteren. Vor allem, ich fand das cool, wie respektvoll ihr Charakter mit Hawkeye quasi umgegangen ist, dass er sie geprägt hat und dass sie deswegen ein Fangirl ist und ihm nachgeeifert hat. Das war mal wirklich was Neues, dass da so ein gewisser respektvoller Umgang mit unseren Bogenbernd war. Einfach nochmal um Dom oder um Flips News zu zitieren, dass der dann auf einmal da war und dann auch gezeigt wurde, dass auch normalsterbliche Menschen zu Helden werden können. Und das verkörpert Kate Bishop ziemlich gut. Auch wenn man da ein bisschen mehr herausarbeiten hätte müssen, dass sie mehr ist als nur ein Rich Kid, das sich zufällig die Ausrüstung leisten kann und das es dann im Laufe des Lebens so ein bisschen gelernt hat. Also, da hätte man auch so ein bisschen Herausarbeitung gebraucht. Aber sie hat das wirklich sehr gut und sympathisch gespielt. Ja, also ich fand sie auch großartig. Also manchmal fand ich es ein bisschen zu übertrieben, ihr Fan-Hype von Hawkeye, wenn sie dann immer so ausflippt ist, wenn er wieder irgendwelche Neuigkeiten oder irgendwas erzählt hat. Aber im Großen und Ganzen fand ich es echt sehr gut, dass sie ihm halt immer helfen wollte. Also auch wenn er sie 100-mal weggeschickt hat, wollte sie halt ihrem Held oder dem, der sie gerettet hat, unterstützen und halt beistehen und halt eben beweisen, dass sie es halt auch drauf hat und dass sie es auch ernst nimmt. Und ja, also wie gesagt, das Zusammenspiel fand ich halt wirklich großartig und sie hat ihn halt dann auch in den schwachen Momenten eben erlebt und hat ihm da auch beigestanden. Ich finde, es kristallisiert sich richtig schön raus in diesem letzten Standoff, wo sie zusammen haben auf dieser Eisfläche, sie zusammen kämpfen und sich schon eigentlich so in diesem Team ab sind, dass sie genau wissen, wann sie sich wie zu drehen haben zum Schießen. Und dann ist sie immer noch begeistert von ihm, wenn er einen Schuss, ohne hinzugucken, ihn nach hinten abfeuert und da eine riesen Explosion kommt und sie so mit dem Blick so, wow. Ja. Also sie ist schon drin in diesem Team ab und trotzdem ist sie noch begeistert von ihm. Und das für mich einer der stärksten Momente der Serie war, wo die beiden in den Discounter sind und quasi dann alles Mögliche an kleinen Kram gekauft haben und sie dann wirklich desillusioniert war, wie belanglos denn das sein dann teilweise doch ist. Also das fand ich so einen der stärksten Momente in der Serie, weil man sowas gerade im MCU bisher dann doch nicht gesehen hat. So mit diesen Verarzten der Wunden und alles, dass man dann mit Desinfektionsmittel drüber gehen muss. So diese wirklich ultra alltäglichen oder sagen wir unspektakulären Sachen, das fand ich dann interessanter. Das sind genau die Punkte, wo diese Serie dann richtig bodenständig macht. Das sind so Kleinigkeiten wie Hawkeye geht einkaufen, kauft sich sein Desinfektionsmittel selber. Weißt du, das sind so Bodenständigkeiten, finde ich, wo die sehr rausmachen.
Ja, das ist halt eben, wie wir schon gesagt haben, Hawkeye ist halt ein Mensch, der halt keine Superkräfte hat. Der ist halt jetzt irgendwie nicht ein Soldatenserum à la Captain America oder hat jetzt irgendwie einen Superheldenanzug oder ist ein Gott wie Thor. Also er ist halt menschlich und er ist verwundbar. Richtig, richtig, richtig. Und er hat auch keinen Arsch voll Geld wie Tony Stark, dass er das einfach mit Reichtum ausgleichen könnte. Gut, wenn wir schon bei Clint sind, ich glaube, über den brauchen wir eigentlich nicht mehr viel groß erzählen. Das haben wir am Anfang schon viel gesagt. Und ich finde einfach auf der Besprechung auch schon viel, ja. Ich was ich halt nochmal rauskristallisieren möchte, ist, dass ich ihn als Hawkeye jetzt noch besser verstehe, als wenn es nur die Filme an sich gegeben hätte. Und das finde ich halt stark durch die Serie. Und ich mag Jeremy Renner. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen ihn nicht, aber ich persönlich bin ein großer Fan, würde ich jetzt nicht sagen, von ihm. Aber ich mag ihn schon so. Ich finde ihn sehr sympathisch an sich, den Schauspieler. Er hat es wirklich versucht, in einigen großen Franchises groß durchzustarten. Deswegen gönne ich ihm diesen Erfolg. Ich mag ihn auch sehr in The Arrival. Also in diesem Film von Denis Villeneuve. Er hat da wirklich eine ziemlich gute Performance abgeliefert. Man kann von ihm halten, was man will. In der Serie, und das war eben für mich so auch der Punkt, den für mich diese Marvel-Serien tatsächlich besser gemacht haben als einige der diesjährigen Marvel-Filme des 2021, dass die so einen gewissen Grad an Charaktertiefe eingebracht haben, die du auf einen 2,5-Stunden-Film einfach wegen diesem großen Ensemble nicht einbringen könntest, dass du da wirklich in diese psychologische Tiefe von diversen Charakteren gehen kannst. Deswegen waren für mich diese Serien eine richtig schöne Erweiterung. Da hat halt einfach eher mal so ein bisschen glänzen können, weil er war oftmals vielleicht in den Filmen eher immer schon ein Hauptpart, aber trotzdem immer nur so eine Art Randfigur. Und er ist halt ein Mensch mit einer Vergangenheit. Also er hat halt damit zu kämpfen gehabt, dass da seine Familie verschwunden war oder nicht mehr da gewesen ist und musste das ja auch verarbeiten und hat dann eben die paar Jahre eben als Ronin verbracht und jetzt holt ihn die Vergangenheit ein, obwohl er eigentlich wieder als unbescholtener Familienvater für seine Kinder da sein will. Und das fand ich eben sehr gut, weil eben dieser ganze klassische Marvel-Schnickschnack hat halt eben gefehlt. Es war halt wirklich so, menschlich. Bodenständig, wie ich schon gesagt habe. Ja. Richtig. Ja, ich würde sagen, da kann man gar nicht viel mehr dazu sagen, weil ich finde, das haben wir eigentlich bei Clint schon richtig rausgefunden oder schon erzählt, was wir eigentlich an diesem Charakter finden. Ich persönlich habe jetzt keinen weiteren Punkt mehr. Habt ihr noch einen, den ihr gerne besprechen würdet? Ich habe keinen mehr. Okay, Patrick? Och, nee. Dann würde ich sagen, ist Fazit-Time und Bewertung. Dann gehen wir über auf Fazit und eine Bewertung von 0 bis 5. Was machen wir denn am besten? Pfeile, oder? Das liegt doch an. Pimp-Pfeile waren so beliebt in der Serie. Genau, dann vergeben wir Pimp-Pfeile. Und da der Gast bei uns immer anfängt, Theresia, machst gerade ein kleines Fazit, eine Bewertung von 0 bis 5 Pimp-Pfeile. Und darf dich bitten. Okay, also ja gut, ich glaube, ich kann jetzt gar kein so großes Fazit mehr ziehen, weil wir ja schon sehr viel gesagt haben. Also ich hatte sehr viel Spaß mit der Serie, vor allen Dingen, weil ich ja, wie gesagt, also Hawkeye und auch Jeremy Renner sehr gerne mag. Ich fand eben die Schauspielleistung von allen Darstellern sehr gut. Wie gesagt, am Schluss fand ich jetzt so, wie sie versucht haben, diese Fäden zusammenzuziehen, etwas, aus meiner Sicht etwas unglücklich, aber nichtsdestotrotz hat mir die Serie sehr viel Spaß und Freude bereitet und für Marvel-Fans oder auch für Leute, die jetzt nicht so tief in den Comics drin sind wie ich, macht die trotzdem sehr viel Spaß und kann ich die Serie auch empfehlen. Und daher würde ich, glaube ich, der so 3,5 von 5 Pimp-Pfeilen geben. Okay. Patrick, wie sieht's da bei dir aus? Ich gehe da mit Theresia mit. Die Serie hatte ihre Schwächen. Aber von all diesen Serien hat man die Corona-Auswirkungen damit am wenigsten gespürt. Das ist wahrscheinlich die menschlichste und die unterhaltsamste Marvel-Serie, die wir dieses Jahr geboten bekommen haben. Mhm. Deswegen, trotz der kleinen Schwächen und obwohl ich eigentlich kein wirklicher Weihnachtsfan bin, gebe ich da auch 3,5 von 5 Pimp-Pfeile, auch wenn mich die Kingpin-Sache daher wirklich massiv enttäuscht hat, diese Staffel. Ja, das muss ich tatsächlich auch zugeben. Wir haben jetzt zwar viel gemeckert über den Kingpin und auch so an sich
vielleicht über ein paar Sachen gemeckert, aber es ist ja immer noch meckern auf hohem Niveau. Und an sich hat mir auch die ganze Staffel Spaß gemacht. Mich hat der Charakter Clint, also an sich, näher gebracht. Ich fand die Einführung von Kate Bishop gut. Yelena wurde mir weiter erklärt, fand ich gut. Und dementsprechend würde ich auch sagen 3,5 Pimp-Pfeil. Also ich bin da völlig bei euch zweien. Ich finde es eine richtig schöne Serie und auch nicht für, also nicht nur für Fans von Marvel, sondern auch für Nicht-Fans von Marvel ist die durchaus anschaubar, weil es halt dieses ganze typische, wie Theresa jetzt auch schon mehrmals gesagt hat, dieses typische Marvel-Dings nicht hat, dass es so übertrieben ist mit Aliens und sich Zauber. Deswegen haben wir ja auch immer wieder betont, wie menschlich diese Serie ist. Bald dann Scry vorbeigeschaut wäre, hätte es wahrscheinlich ein bisschen dran gerüttelt. Ja, und hätte dann auch nicht mehr so gut gewirkt, finde ich tatsächlich, ja. So, Patrick, war es noch ein Anliegen, über die Zukunft von Marvel zu sprechen? Ja, genau. Also, wir haben bisher gemerkt, dass seit WandaVision, also eine Serie, die uns quasi durch den ersten Lockdown begleitet hat, dass die Serien wirklich extrem Spaß gemacht haben. Und Sam und ich haben uns in der Zeit auch wirklich zu einem coolen Team zusammengerauft. Also wenn der eine quasi durch eine Impfung lahmgelegt wurde, ist eben der andere quasi eingesprungen. Mhm. Und wir sind seitdem wirklich regelmäßig in Kontakt. Also wir sind wirklich in der Zeit zu einem coolen, eingespielten Team geworden. Ja, es sind auch richtig gute Freunde geworden, ja, eben, kann man sagen. Ne? Ja, richtig. Wir schreiben fast täglich oder wöchentlich. Ja. Und ja, quasi, damit das auch so bleibt, wäre es cool, wenn ihr immer wieder mal auf diversen Plattformen oder auch in den Kommentaren mit uns kommuniziert oder auch, sei es dann Facebook, Twitter, Instagram bei den Shownotes vorbeistoßt oder eben auch in der Comic-Cookies-Gruppe, da sind Sam und ich auch vertreten. Also man kann mit uns schreiben, wenn ihr wissen wollt, was halten wir von den aktuellen Filmen wie Eternals oder Spider-Man No Way Home, wo wir bei der Kritik jetzt nicht dabei waren, aber wir sind eben Marvel-Fans, wir haben da sehr wohl eine Meinung. Mhm. Dann kommuniziert das mit uns, weil wir haben trotzdem Spaß an all dem und wir wären euch auch gerne eine Begleitung für den hoffentlich nicht kommenden nächsten Lockdown. Und ja, ähnlich wie diese Besprechung für uns die Serien aufgewertet haben, hoffe ich, dass das bei euch auch so ein bisschen gewirkt hat und euch mit dem Background versorgt hat. Also, richtig. Setzt euch mit uns in Kontakt. Es hat auch Spaß gemacht, immer wieder die unterschiedlichsten Gäste einzuladen. Von daher, bleibt am Ball und zeigt das auch. Und empfehlt den Podcast ruhig weiter. Und wie Patrick schon sagt, wir freuen uns natürlich immer über Zusendungen und wir gehen darauf natürlich auch ein und deswegen schreibt, wir freuen uns. Und dieses Jahr steht ja einiges an, ne? Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight, da bin ich echt gespannt, I Am Groot kommt noch und ein Haufen Filme. Oh ja, also, vor allem freue ich mich auf Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Oh ja, der Trailer, der sah richtig stark aus. Und eben, ich freue mich auch auf die She-Hulk-Serie. Ja. Und das Coole ist, da hat sich in den Podcast innerhalb von dem Jahr so eine richtig coole Eigendynamik entwickelt. Am Anfang haben wir da noch regelmäßig die Gäste angefragt. Jetzt wurden wir teilweise schon Wochen vorher heraus gebucht, weil da Gäste aufschlagen wollten. Unter anderem ein gewisser Dom, also Florence Pugh-Fanboy vor dem Herrn, der dann auch auf einmal dabei sein wollte, obwohl er Bogenband nicht besonders mag. Also das war schon eine richtig coole Sache, wie sich auch der Podcast innerhalb von diesem Jahr entwickelt hat. Richtig, richtig. Und apropos Gäste. So, an dieser Stelle möchte ich nämlich mich sehr, sehr herzlichst bei Theresa bedanken, dass du unsere Gästin heute warst. Und bei all den anderen Gästen, die spontan angesprungen sind. Das natürlich auch. Wir freuen uns natürlich, wenn du mal wieder Lust hättest, mitzuwirken irgendwann. Ja, immer wieder gerne. Mal sehen, wann das nächste Projekt ansteht. Naja, das nächste wäre mit Marvel wahrscheinlich, ja. Ja, definitiv. Dann gerne wieder, ja. Freue mich auch immer hier zu sein. Wir würden uns auch freuen, dich wieder hören zu dürfen. So, und dann bedanke ich mich natürlich auch, wie schon Patrick sagt, bei den Zuhörern und Zuhörerinnen und hoffe natürlich auf viele Zusendungen. Und würde sagen, dann verabschieden wir uns, oder? Wir sind durch. Und ich sage in meiner altbekannten Art, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Tag oder wunderschöne gute Nacht, je nachdem, wann das hört. Ich bin raus, überlasse Patrick das Wort und am Schluss darf natürlich die Gäste noch ihre 3 Wörtchen, 4 Wörtchen, je nachdem, wie viel es hat, noch kundtun. Ciao.
Haut an die Tasten, 2022 ist noch jung, da geht noch mehr. Also bis dann. Ja, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder und ich wünsche euch alles Gute für das neue Jahr. Bis bald. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.